Hi, ich bin Heidrun und ich heiße dich herzlich willkommen in meiner spirituellen Welt. Ja, die Dualseelen und ihre früheren Leben, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ist ja auch so mein Steckenpferd, mein Spezialgebiet. Denn ich mache Rückführungen, in denen ich in frühere Leben reise, weil ich die Gabe habe, diese Bilder zu sehen. Und ich habe sowohl mit meiner eigenen Dualseele schon einige Reisen oder beziehungsweise einige Reisen unternommen, wo ich erfahren durfte, was ich mit meiner Dualseele erlebt habe in früheren Leben, als auch eben für andere Menschen dort reingucken. Und es ist immer sehr, sehr spannend, wenn ich jemanden habe in der Rückführung oder im Coaching, wo ich sehe, ja, da ist eine Dualseele und die haben sich auch schon getroffen. Dann ist das immer sehr, sehr spannend, in die früheren Leben zu schauen, denn da gibt es immer ja unendlich viel zu entdecken und sehr, sehr spannende Informationen zu holen, die halt ja dann auch sofort klar machen, okay, und genau deswegen ist das gerade so. Deswegen verhält er oder sie sich so. Deswegen sind wir gerade an diesem Punkt und das steckt wirklich dahinter. Und ja, wenn du dich jetzt fragst, hast du mit deiner Dualseele auch schon frühere Leben erlebt? Ja, ganz klar, natürlich. Du bist mit deiner Dualseele ja einfach auf eine ganz besondere Art verbunden. Und ihr wollt, so wie jede Seele Erfahrungen machen möchte, auch gemeinsam Erfahrungen machen. Das heißt, unsere Seelen kommen auf diese Welt, auf diese Erde oder in eine Inkarnation, um bestimmte Erfahrungen zu machen, die sie sich vorher vorgenommen hat, die sie sich vorher auch vielleicht mit anderen verabredet hat. Und diese Erfahrungen werden dann in Anführungsstrichen abgearbeitet. Und genau so ist es, wenn du deine Dualseele hast, dann gibt es Leben, in denen ihr getrennt voneinander inkarniert, wo ihr euch gar nicht trefft, wo ihr vielleicht auch gar nicht zur gleichen Zeit inkarniert seid. Und es gibt die Leben, in denen ihr gemeinsame Erfahrungen macht. Dazu gehört, dass ihr als Liebespaar zusammenlebt. Dazu gehört aber genauso auch, dass ihr euch trennt, dass ihr getrennt werdet, dass ihr den anderen durch Tod verliert, dass ihr den anderen durch Gewalt verliert, dass ihr den anderen durch Betrug verliert, dass ihr selber betrügt und so weiter. Alles das, was man sich vorstellen kann an menschlichen Erfahrungen, die man eben auch in einer Liebesbeziehung oder in einer Paarbeziehung machen kann, die werdet ihr über die Inkarnation, die ihr gemeinsam erlebt, miteinander machen. Und sehr viele der Dualseelenpaare, die sich jetzt aktuell in dieser Zeit treffen oder in dieser Inkarnation treffen, sehr viele davon haben eben auch schon sehr schlimme Dinge erlebt, sehr gewaltvolle Dinge erlebt. Denn wir sind ja in einer Energie, die gerade einen großen Übergang wieder darstellt. Und sehr, sehr viele Dualseelenpaare, sehr viele Seelenpartnerpaare treffen sich jetzt, um eben gemeinsam diese Dinge zu heilen, um die Energie allgemein ansteigen zu lassen. Man könnte auch sagen, um die Energie der Liebe zu stärken. Und dazu treffen viele aufeinander. Und auch wenn nicht alle zusammenkommen werden, die Paare von uns, die geheilt werden, egal ob gemeinsam oder ob sie das Leben gemeinsam weiter verbringen oder alleine, wenn die Heilung stattfindet, dann steigt die Energie der Liebe. Und dann ist wieder ein sehr, sehr großer Punkt geheilt worden. Ich habe es ja schon öfter erzählt, bei mir war es die Verlustangst, die geheilt werden musste in dieser Verbindung, weil ich ihn so oft verloren habe in den verschiedenen Leben. Und das wird bei dir nicht anders sein. Auch ihr werdet euch immer wieder verloren haben. Und genau deswegen gehört es dazu, diesen Heilungsweg zu beschreiten. Das Wissen darüber, was da geschehen ist, kann natürlich enorm helfen, diesen Weg schneller zu gehen. Also bei mir war es definitiv so, mir hat es sehr geholfen, dass ich einfach ja wusste, okay, das ist damals da passiert. Und dann habe ich Parallelen für mich sehen können, was in diesem Leben passiert ist und konnte es deswegen besser begreifen und dadurch einfach ein Stück weit schneller heilen. Aber man muss das auch nicht wissen, denn deine Seele hat die Dinge ja ohnehin alle gespeichert. Genauso wie die Seele deines Duals das auch abgespeichert hat. Ob das im Bewusstsein ist oder nicht, ist eine andere Sache, aber es ist auf jeden Fall da. Und ja, deswegen ist das einfach sehr, sehr spannend, da reinzuschauen und sich einfach auch bewusst zu machen, dass Dualseelenpaare eben schon
gewisse Erfahrungen miteinander gemacht haben und verschiedene Leben miteinander durchlebt haben. Und deswegen ist die Antwort auf die Frage eben auch immer völlig klar, wenn die aufkommt, ja, sind Dualseelenpaare, haben die frühere Leben miteinander verbracht, sind die schon mal in anderen Inkarnationen zusammen gewesen? Ja, völlig klar sind sie, seid ihr. Und kein Dualseelenpaar, was sich jetzt aktuell treffen wird, ist in der ersten Inkarnation hier zusammen. Dazu sind wir alle schon viel zu alte Seelen, sind schon viel zu lange inkarniert, als dass jetzt da ganz neue Dualseelenpaare aufeinandertreffen würden. Das ist zu diesem Stadium absolut nicht möglich. Und deswegen kannst du da eben auch ganz sicher sein. Und ja, vielleicht ist das einfach ein Hinweis, den du jetzt für dich auch brauchst, um weiterzugehen mit deinen Themen, um weiterzuschauen, okay, was darfst du denn heilen? Was darf da bei dir jetzt eben gerade gehen? Und wo sind deine Themen, wo du gerade rangehen darfst? Und natürlich kannst du da eben auch durch eine Rückführung reinschauen lassen. Natürlich gerne auch mit mir. Schau da unten in die Infobox, wenn du das möchtest. Aber ansonsten gibt es natürlich auch viele andere tolle Menschen, die Rückführungen machen, zum Teil mit Hypnose, zum Teil anders. Bei mir läuft es ohne Hypnose ab, weil ich, wie gesagt, eben diese Gabe habe und entwickeln durfte, dass ich eben diese Leben sehen darf und weitergebe. Und ja, es kann einfach sehr, sehr helfen, es zu wissen, es ist aber eben kein Muss. Du darfst dir aber sicher sein, du und deine Dualseele, ihr habt bereits gemeinsame Leben miteinander gemacht. Und diese Erfahrungen sind da. Deswegen sind da ja auch diese Wunden, die so stark bluten und die so wehtun. Und deswegen ja auch dieses Erkennen, wenn ihr euch wieder seht. Weil ihr da einfach genau wisst, da ist eben einfach eine Verbindung gewesen. Und diese Verbindung hört ja auch nicht auf. Die ist ja immer da. Egal, ob man in diesem Leben gemeinsam miteinander Zeit verbringt oder nicht. Egal, ob derjenige gerade da ist oder nicht. Ihr seid dennoch miteinander verbunden. Diese Verbindung ist einfach da, die bleibt und die reißt auch nicht ab. Und deswegen haben Dualseelen ganz klar karmische Verbindungen miteinander, haben schon Leben miteinander gelebt. Und ihr seid jetzt in einer Inkarnation, die, ja, keine Ahnung, wie oft schon hier auf der Erde stattfindet, aber mit Sicherheit schon einige Male und auch einige Male als Paar. Denn genau deswegen gibt es ja diese Themen und genau deswegen seid ihr ja jetzt aufeinander getroffen, um diese Themen zu heilen und eben auch diese Kriege, die dadurch zwischen euch herrschen, in die Heilung zu bringen. Genau das ist ja eben auch das, was wir im Außen erleben. Da eben auch so viel Krieg im Inneren der Menschen herrscht, haben wir den eben auch im Außen. Und das ist jetzt natürlich aus sehr spiritueller Sicht gesprochen, aber genau so ist es eben, dass sich das Außen immer dem anpasst, was die Menschen in ihrem Inneren auch leben. Und je mehr Chaos und Krieg im Inneren, desto mehr Chaos und Krieg im Außen. Und genau das erleben wir eben jetzt so massiv und ja auch schon seit einigen Jahren. Und genau deswegen haben sich aber auch so viele Dualseelenpaare bereits getroffen und sind aber in der Heilungsphase. Es ist eben noch viel Chaos und es ist bei sehr, sehr vielen auch noch viel Heilung zu schaffen. Und ja, deswegen gehe ich ja auch ganz bewusst in meinen Videos eben einen etwas anderen Weg als den, den ich auch noch vor einigen Jahren, als ich meine Dualseele traf, ja, mitgegangen bin. Ja, dieser klassische Weg, der eben vorgibt, wie man da sich zu verhalten hat und dass man auf jeden Fall zusammenkommen wird und so weiter. Damals habe ich das auch geglaubt. Heute ist es für mich einfach nicht mehr stimmig. Es hat für mich nichts mit Liebe zu tun, sondern auch wieder mit einer Art von Krieg, nämlich mit Manipulation. Und bei den Dualseelen geht es um die bedingungslose Liebe. Und deswegen, ja, stelle ich mich da so ein bisschen dagegen und vertrete hier eben eine andere Meinung, weil die Dualseelenpaare aufeinandertreffen, um sich zu heilen und damit auch ein Stück weit das Außen zu heilen. Und dann gibt es die Paare, die dafür vorgesehen sind, diese Liebe auch als Paar zu leben. Und es gibt die Paare, bei denen das nicht so ist. Oder vielleicht bei denen es auch erst noch viel später kommt, die sich nochmal wieder trennen müssen, weil eben einfach Dinge noch nicht geheilt sind oder weil die Lebenswege einfach erst noch etwas anderes vorgeben. Und vielleicht treffen sie irgendwann doch nochmal aufeinander und kommen dann zusammen. Wir wissen es nicht.
Aber sich von diesem Gedanken zu lösen, das muss unbedingt die Partnerschaft fürs Leben sein, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Denn das ist ein, ja, ich möchte es jetzt mal nennen, netter Nebeneffekt. Gehen tut es aber um die persönliche Heilung und damit auch um die globale Heilung. Und das ist das, warum wir hier angetreten sind und warum wir uns immer wieder auch treffen. Man könnte es sagen, ja, man könnte es auch nennen, dass wir einfach die Krieger mit den Lichtschwertern sind. Wobei Krieger eben so kriegerisch klingt, also nicht wirklich schön. Vielleicht die Retter mit den Lichtschwertern, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mir fällt gerade auch kein wirklich besseres Bild ein. Man könnte natürlich auch sagen, wir sind die Engel, die hier die Energie der Heilung bringen sollen. Was auch immer, nimm das Bild, was für dich einfach passt. Aber genau deswegen sind wir hier, deswegen sind wir angetreten. Und es geht eben nicht um um das persönliche Glück, sondern es geht wirklich um mehr. Es geht um die Allgemeinheit, es geht hier tatsächlich um die Heilung der Welt und deswegen eben diese Energie in die Welt zu bringen. Und dafür sind die Dualseelenpaare ganz besonders prädestiniert. Und natürlich auch jedes andere Paar, welches es schafft, wirklich die Beziehung in bedingungsloser Liebe zu leben. Was eben auch mit einem anderen Partner möglich ist und nicht nur mit der Dualseele oder einem Seelenpartner. Denn jedes Paar, was es schafft, bedingungslos zu lieben und diese Energie auch wirklich nach außen auszustrahlen, wird ein Stück weit helfen, diese Welt zu heilen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese Welt ganz, ganz viel Heilung braucht. Und ja, dafür sind wir hier. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ich denke, es passt dennoch ganz gut dazu. Und wenn du dich mal gefragt hast, ob du mit deiner Dualseele schon frühere Leben hattest, ja, definitiv.